Wattentrauerspiel hier. Gott, oh Gott. Weil das ist hier ein Trauerspiel, wirklich. Wir müssen jetzt einen Trecker wegfahren. Also wirklich, bei aller Liebe, Wilke. Chaotenland ist das hier. Chaotenland. Jetzt muss ich den Trecker zu deinen Eltern bringen, ne? Wieder, weil Udo hat unseren kaputt gemacht, ne? Wir mussten den hier ausleihen, dass wir unseren Rasen mähen konnten beim Hauptplatz. Das thematisieren wir ja nie, ne? Was ist passiert? Udo hat ja Achsenbruch gemacht, ne? Und die Messer kaputt gemacht, ne? Hat auch abgestritten, ne? Ja, hat abgestritten, ne? Aber im Nachhinein hat er die Wahrheit erzählt, ne? Lange, lange gedauert, aber er hat's gemacht. Er ist mit dem Trecker vom Bordschrank gefahren, ne? Und hat die Messer aufgeschlitzt und die Achse gebrochen. Das ist Udo. Ja, ich muss jetzt wieder quer durch Ostfriesland fahren, ne? Und Wilkes Eltern den Trecker wieder bringen, ne? Alter. Das Moped brauchen wir am Sportplatz. Stell dir mal vor, da sitzt du drauf mit Kipp im Back. Ja, geil, oder ne? Windschutz, alles. Runterklappen. Wir tun jetzt zum Haupttrecker gehen. Das Mähwerk vernünftig gerade einstellen, weil ich wie einen Anschiss gekriegt habe, dass das Mähwerk schief steht. Dir ist das jetzt schon wieder aufgefallen beim Mähen. Also auch wieder mit der Handwerkerei zu tun. Musst du auch richtig handwerklich begabt sein und das Mähwerk vernünftig gerade einstellen. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe es noch nicht einmal gesehen, dass das überhaupt schief war. Und dann kommst du, gehst du mal am Sportplatz und sagst, kann das sein, dass das Mähwerk schief steht? Ja, weil du den Rasen so gemäht hast, der steht so schräg. Ja, aber damals als der Trecker... So blöd kann man nicht sein. Er sieht, dass wir hier am Drehen sind. Und dann läuft er mit seinen 100 Flaschen, wo er die denn weg? Und ganz ruhig zu erklären. Wilfried! Was wollt du? Wir sind hier am Drehen. Er sagt jetzt gerade, meinst wenn ich höre doch nicht wegen euch auf. Dann macht er extra. Also jetzt nochmal zum Trecker zurück. Das Mähwerk hat eigentlich eine kleine Neigung. Heißt, er hat eine Neigung. Ja, hast du schon gesagt. Ja, ja, Neigung. So, und jetzt ist dir das ja aufgefallen, dass der so eine Neigung hat, ne? Ja. Weil er ein bisschen eine Seite... Komisch ist, dass mir das auffällt, dir aber nicht. Mir ist das schon länger aufgefallen. Achso, ich dachte, dir ist das nicht aufgefallen. Doch. Aber hat sich ja keiner beschwert, dass der ein bisschen unterschiedliche Graslänge waren. Haben immer gut Fußball gespielt, also habe ich so gelassen. Meinst du, mir ist blöd? Mir sagt doch nichts, wenn keiner was merkt. Ist doch wahr. Wo wir gerade beim Thema sind. Ja. Du sagst ja nichts, wenn niemand es merkt. Nee. Wie war das denn mit dem gelben Stiegertrecker? Das war ich nicht. Das Einzige, was ich war, und das gebe ich auch ehrlich zu, war mit dem Messer. Da bin ich ganz ehrlich. Ja, dadurch ist ja auch... Nein! Jawohl. Der war vorher. Vorher hat der schon... Der hat immer nach links gezogen. Das habe ich ja gemerkt. Also bist du es gewesen? Nein, mir ist er nicht gewesen. Mir jetzt mal die Anschuldigung zu mir ansendest. Da bist du an der verkehrten Adresse. Nee, das ist doch bei euch beiden. Ihr seid so schlau. Willi, ihr stellt das dann in der Öffentlichkeit dahin, Udo ist schuld. Ja, du warst ja schuld. Nein, ich war mit Messer, da bin ich auch ganz ehrlich. Ja, und davon ist es gekommen. Nein! Der Schaden vom Trecker, ne? Weil der Trecker kaputt ist, ne? Kommt da durch, weil er mit dem Messer ist vorgefahren und dadurch ist die Achse gebrochen wird. Mhm.
Ich brech dir gleich eine Axt, aber da kannst du hingucken. Der war vorher. Und da kannst du mir erzählen, was du willst. Da bist du irgendwo vorgefahren. Und da hat die Lenkstange nämlich so einen mitgekriegt. Das haben wir nämlich während der Fahrt schon gemerkt. Und mit dem Messer, das ist Wochen später passiert. Und da hat Kevin schon gesagt, irgendwas ist mit der Lenkstange. Und mit dem Messer bin ich, als wir hier neu angesät haben, da bin ich hier vorne auf die Kante gehauen. Und da wollen wir mal in Bett. Du bist doch irgendwo für voll. Und jetzt muss ich platt reden. Weil mir das schon wieder unwahrscheinlich stinkt. Weil er schiebt mir das jetzt in die Schuhe. Der Medianiker hat gesagt, das ist vom Messer gekommen. Nee, das ist nicht vom Messer. Du bist irgendwo vorgefallen und hast die Lenkstange. Holst du mit dem Arschluft? Das ist wirklich ein Brass. Der Mechaniker gesagt, ne? Warte, der wer? Mechaniker. Du weißt das genau. Udo. Ja. Der Typ von Birken Pölker, ne? Ja. Hat gesagt, das Messer und die Lenkstange, du bist irgendwo gegengefahren. Weißt du, nein, Wilfried, das hat er ganz anders erklärt. Guck mal, das ist der Bordstein. Ja. Hier. So, jetzt nimm mal deine Hand. Ja. Nee, deine Hand ist der Bordstein. Das ist das Messer, das rotiert ja richtig schnell. Und er ist frontal gegen die Bordsteinkante. Nein! Und dadurch ist das kaputt geworden. Ja, genau so ist das kaputt. Ja, so war das auch. Wisst ihr was? Ich hab die Schnauze voll. Ihr schiebt alles immer auf mich. Ich bin da vorgefahren, aber nicht so da vorgefahren. Ich bin so gefahren. Und das Messer ist man gerade auf der Ecke. Das siehst du da vorne auch mit dem Bordstein. Ja, da ist die Ecke ab. Der ist so davor gefahren. Naja, ja, du weißt schon, wie du dich rausredest. Seit 2 Jahren, wenn irgendwas ist, das war Udo, das war ich nicht. Ja, ich krieg, ja, ich krieg alles Schuld. Ich hatte so ein ruhiges Leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin jetzt 8 Jahre Platzwart. Ich habe ein wirklich ruhiges Leben. Ja, du hast doch noch nie was gemacht. Nee, ihr seid ja die Heiligen von Stehfelde. Wo der Rasen von er selber, wenn ihr euch beiden schon seht, dann geht der Grashalm gleich nach oben bei euch. Du warst das trotzdem. Hm. Was du auch? Ja, ja. Du bist schlau genug. Ich bin unschuldig. Ja, ja, natürlich bist du immer unschuldig. Wie immer. Ja, mir ganz klar, dass er immer unschuldig ist. Ich sag ja, das haben wir so oft schon gesehen. Frag ihn doch in den Sprengerwagen gestern. Frag ihn doch hin, wo du nach gekommen bist und der stand immer noch nach 10 Stunden auf einer Stelle. Weil das Gras so hoch ist, weil er keinen Bock hatte zu mähen mehr. Das ist mir wohl für blöd verkaufen, wie viel Cash. Wenn ich meinen Raum nicht bald wiederkriege, mein Schuppen da, ne, dann ist hier die Hölle los. Hast du das schon gesehen, was die da reingepackt haben und meine Sachen hier alles schön hingeschmissen haben? Nee. Ja, hier, komm mal näher. Jeder Zuschauer weiß, das ist Udos Schuppen. Jetzt pass auf. Alles, was vom Bau war, hier reingestellt worden. Alles wurde von meiner Seite rausgeschmissen, so ungefähr in den anderen Schuppen irgendwie hingepresst und ich habe keinen Platz mehr hier. Da stehen meine Haken, die stehen einfach draußen, interessiert auch keinen, kann ich hier nicht, weil das ist der Raum von, ich weiß nicht von wem, aber nicht von mir mehr. Sag Udo, meine Finger. Ja. Sind das meine? Guck dir das an! Udo! Nee. Guck mal, die ganzen Snüffelstücke liegen hier auf dem Boden. Ja. Was haben die da denn zu snüffeln? Ja, dann snüffel doch mal. Udo, da muss ich Snüffelstücke. Wie war das nicht? Wie war das nicht? Jeder so macht, wie er will. Ich habe das so schön aufgeräumt. 2-mal schon, 3-mal schon. Und jetzt ist gleich mit schlechter Laune Mähwerk einstellen. Stücke hier. Die Schnüffelstücke. Nee, das sind keine Schnüffelstücke, das sind einfach Rohrverbindungen. Hier wird auch hier nichts weggeschmissen. Wieso? Nee. Das ist wie bei Hempels unter dem Sofa. Da bleibt auch alles liegen. So, hier ist das Mähwerk für die Zuschauer da draußen. Und hier das ist das Mähwerk? Hier, das ist das Mähwerk. Ja. Das sind die Positionen, dass das gerade steht. Und ich sehe jetzt schon, das ist unterschiedlich. Das siehst du jetzt erst. Nee, das hab, ja, da habe ich nicht drauf geachtet. Weißt du, warum ich da nicht drauf geachtet habe? Nee. Da wird mir jetzt eben genau erklären. Der ist in. Langsam. Möbelwagen zieht sich selber. Der ist von der Inspektion zurückgekommen. Und dann denke ich immer, wenn er von der Inspektion zurückkommt, dann hat er alles geguckt.
Hier stellt man die Schnittrichtung und die Schnitthöhe gerade ein. Und sie ist jetzt gerade? Nein, die ist schief, ist das. Das Nein, jetzt gerade ist sie nicht gerade. Hä? Nee, die ist nicht gerade. Der Pinökel muss rausgezogen werden. Ja. So. Da muss ein bisschen IQ-IQ dran. Nee, da braucht kein IQ-IQ dran, da kommt Fett dran. Oh, ich krieg jetzt schon wieder eine Krise. Weißt du, das... wieso soll einmal hier was funktionieren? Bist du sicher, dass du da mit dem Hammer draufhauen solltest? Nee, aber ich hau den Stift da jetzt raus. Siehst du, das sitzt so fest, sitzt das wieder. Nicht am Fuß hauen, Udo. Nein! Der sitzt fest. Mach ich das gut, Udo? Ja, das machst du hervorragend. Nur der Stift geht trotzdem nicht raus. Warum klappt hier eigentlich nie was? Weiß ich nicht. Ich habe auch bald keine Lust mehr. Weißt du, hier sind nur Hindernisse. Guck mal, so geht der Laik rein. Der müsste jetzt auch gleich rausgehen. So, der hat einen. Ich messe das jetzt anders. Hier ist einer und halber guckt da schon raus. Also stimmt diese Höhe schon mal nicht. Dann stellen wir den auf diese Höhe ein. Hier kannst du ganz einfach einstellen. So, aber der zackt wieder auf ein. So, jetzt habe ich ihn. Jetzt guckt er genauso wie da auch raus. Beide selbe Höhe, Udo, wieder gut gemacht. Und wenn du jetzt fragst, warum da eine Schraube drin sitzt, ne? Der Pinökel ist mal spurlos verschwunden gewesen. So, er ist drin. Jetzt guck mal, was da passiert ist. Da ist Rasen draufgekommen. Nein! Hier, 1,5. Und was ist hier? 3. Dir selber fällt das beim Mähen nicht auf. Ja. Dass du leichte Schlagseite hast. Ja, leicht. So. So stand das ganze Mähwerk schief. Das hätte ich dir auch vorher sagen können. Ja. Weil man es beim Mähen gesehen hat. Ja. So muss der stehen. Die scheiß Pinökel, dass der nicht... Was, das ist das ja immer, was mich gewaltig ärgert. So stand der. So, jetzt muss 1,5. Der müsste eigentlich so stehen. So, und jetzt? So, jetzt habe ich ihn. So. Überall andere Pinökels drin. So muss der stehen. So, der wird dann so umgelegt. So. Jetzt müsste das so funktionieren, dass der sich jetzt in der Fahrtrichtung, ich drücke den hier, fahr ja, hydraulisch ist das ja, den fahre ich jetzt gleich runter und dann muss das funktionieren, dass er eine gerade Schnittfläche hat. Frage an dich, wurdest du schon mal vom Trecker überfahren? Nee. Dann geh an Seite. Weißt du eigentlich, dass du mit deinem Fuß oder dem Mähwerk stehst? Ja, wenn du da hinfährst. Der Trecker stand hier dort, du hast den Fuß danach hingesetzt. Das war's heute mit Udo und Wilke Video. Lasst einen Daumen da nach oben, klickt auf Gefällt mir und teilt das Video. Wenn ihr nämlich fleißig teilt, dann unterstützt ihr uns damit. Es ist Schluss mit lustig, mir muss jetzt Trainingsplatz für Damen vorbereiten.